Gut. Wie der Titel schon dacht, nicht alltägliche Git-Funktion. Ach, du kommst auch noch. ich gehe hiervon aus, dass die meisten halt schon, oder wer nutzt hier alles Git? Oder wer nutzt kein Git? Einer. Raus. Ist halt die Frage, alle fit in Git? Gut. Weil das ist ein bisschen die Voraussetzung, weil diverse Sachen werde ich halt dementsprechend halt eben voraussetzen und dann nicht näher drauf eingehen. Da sich jetzt jeder darauf gemeldet hat, dass jeder Git kann, ist jetzt nicht das Problem. Ansonsten wäre hier noch der Hinweis gewesen, ich mache morgen noch einen Einsteiger-Workshop von 14 bis 18 Uhr. Könnt ihr euren Freunden sagen, die noch kein Git können und da sind. Genau, ansonsten den Talk, da sind wir ja jetzt gerade. Ich hoffe, es hat noch keiner Hunger und rennt vorher weg zum Grill. Genau, erstmal so generell über den Talk, was erzähle ich hier, was werdet ihr so kennenlernen. Ich hoffe, ihr kennt so ein paar Git-Funktionen, die ihr entweder nicht kennt oder nicht nutzt oder den Sinn und Zweck dahinter nicht verstanden habt. Und das sind alles so Funktionen, die man nicht unbedingt jeden Tag braucht. Einige Funktionen, einige vielleicht mehr, andere weniger. Bei einigen kommt es darauf an, ob man Systemadministrator ist oder halt eben Entwickler ist. Deshalb mal kurz die Frage, wer ist hier Softwareentwickler und wer ist Systemadministrator? Oh. Gut. genau, Talk ist halt eben nicht unbedingt für Git-Anfänger. Ich hoffe, ihr könnt dann halt eben Altes, Bekanntes mit Nützlichem verbinden, sodass ihr dann auch wisst, warum diese Funktion nützlich ist und wofür man die nutzen kann. Was jetzt auch noch wichtig ist, ich mache das Ganze nur auf Git auf der Kommandozeile, weil Git eben ein Kommandozeilenprogramm ist und jedes GUI-Tool anders kacke ist, um es so auszudrücken. Amen. Gut, scheinbar verstehen das hier so viele. Ich mache das manchmal, wenn ich dann so vor Leuten, die gerade mit Git anfangen, Kommandozeile, können wir nicht irgendwie ein GUI-Tool nutzen? Aber für mich ist es halt immer so, dass die Leute, die erstmal mit der GUI anfangen oder teilweise dann auch in einem Workshop sitzen von mir, die dann die Kommandozeile nutzen, die verstehen erst dann, was diese ganzen bunten Buttons in den GUI-Programmen machen und können es dann erst richtig anwenden. So, dementsprechend hier so die Sachen, die ich jetzt voraussetze. Normal Git add, push, pull, merge, commit, alles das, was man so kennt. Auf Rebase werde ich später nochmal kurz eingehen, aber ich denke, das sollte jeder wissen. Und das sind auch die Sachen, die quasi morgen in meinen Workshop noch drankommen. Genau. Das ist quasi meine Lieblingsfunktion, die ich einmal gebraucht habe und ich sie zu dem Zeitpunkt nicht gekannt habe. So, und zwar Git Bisect. Wer kennt das? Oh, das sind schon einige. Wie oft nutzt ihr das? Ja, also genau, was jetzt der Punkt ist, den Fehler zu finden im Programmcode. Und da ist jetzt aber so wichtig, in der Regel debuggt man ja den Code, guckt, was ist da jetzt genau kaputt, geht Zeile über Zeile oder baut sich irgendwelche Debug-Ausgaben aus. Manchmal hat man aber trotzdem so Fehler, die man nicht so auf Anhieb findet und zwischen irgendwelchen Versionen eingeführt wurden. Und was Git Bisect macht, ist, macht ein Binary Search über die Commits, zwischen zwei Commits, die man angibt. Weiß jeder, was ein Binary Search ist? Okay, da kommt nämlich jetzt die Erläuterung dazu. Und zwar habe ich jetzt hier mal so eine Git-Historie, also ganz einfach. Hier sind Versionen V01, V02, 1.0, 1.1 und Master. Master ist quasi gerade der aktuelle Stand und in V01 wurde ein Feature implementiert und danach kamen irgendwie ganz viele Commits und dann kam neue Version und dieses Feature hat ungefähr, um das durchzuführen, hat das irgendwie 100 Millisekunden gebraucht. Wir gehen jetzt einfach davon aus, vom Idealzustand, wir haben einen Testcase, dementsprechend, es funktioniert einfach. So, was jetzt aber ein Problem sein kann, ist, wenn jetzt so ein größerer Versionssprung ist, wie hier zwischen 0.2 und 1, da kann das Ganze schon mal eine Sekunde dauern, weil irgendwo plötzlich was eingebaut wurde, was einfach nur den ganzen Prozess langsam macht. Was dann nochmal schlimmer machen kann, ist, wenn das zum Beispiel irgendwie 10 Sekunden dauert und man weiß nicht, wo das Problem liegt, weil eben die ganzen, weil es irgendwo mal langsam wurde, aber das hat nicht direkt mit dem Feature eventuell zu tun. So, und was jetzt Git Bisect macht, es macht eine Binärsuche über
die, über die Historie, wie man sie angibt. So, und zwar hatten wir hier, ich gehe mal wieder zurück, hier hat alles gut funktioniert, hier hatten einen schnellen Prozess, hier hat das dann nicht mehr so gut funktioniert und hier ist es noch mal langsam geworden. Das heißt, zwischen diesen beiden Versionen müssen wir irgendwo die Commits finden, wo der Fehler quasi auftritt und hier zwischen auch nochmal. Wir machen jetzt als Beispiel einfach mal einmal. Und zwar habe ich hier jetzt Commits 9 bis 17. 9 ist das älteste, 17 ist das aktuelle. Und wir gucken mit git bisect, prüfen wir, ob dieser Fehler in dem Commit schon drin ist oder nicht. So, und da kann man git bisect start machen und sagt direkt git bisect bad, weil wir wissen, das ist der schlechte Zustand und der schlechte Zustand ist halt eben schlecht. So, und dann markieren wir das schon mal so, dass das ist der fehlerhafte Zustand. So, wir geben aber gleichzeitig auch noch an, dass der Commit oder halt in der Regel dann halt ein Versionstag oder halt oder eine Commit-ID halt eben, dass das gut ist. Das heißt, irgendwo dazwischen liegt der Fehler. Und was man jetzt halt machen kann, ist eine Binärsuche. Das heißt, wir wollen jetzt gucken, ist das jetzt am Anfang und Ende, wissen wir jetzt, ob was jetzt richtig und was falsch ist. Das heißt, wir gucken jetzt einfach in die Mitte, also eine klassische Binärsuche, ob der Fehler da auftritt, beziehungsweise ob der Prozess in dem Fall langsamer ist oder nicht. Also in dem Fall prüfen wir Commit 13, es checkt automatisch dann den Commit in der Mitte aus, weil wenn wir über 1000 Commits haben und man müsste da händisch gucken, welcher Commit ist denn da jetzt genau in der Mitte, dann kann das ein bisschen dauern. Und ich habe das schon mal händisch gemacht, das will man nicht machen. Und dann kann man eben gucken, okay, funktioniert das jetzt, funktioniert das nicht. In dem Fall sagen wir jetzt einfach, das funktioniert. Das heißt, wir wissen, der Fehler ist halt nicht dort und auch nicht dort hier zwischen aufgetreten. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch diese Commits angucken. Jetzt geht dann den nächsten Schritt für die Binärsuche und da geht dann eben Commit 15. Da prüfen wir jetzt auch und wissen, gucken, okay, da hat es auch noch richtig funktioniert. Das heißt, entweder ist Commit 17 oder 16 der Fehler drin oder halt eben langsam. Und dann können wir die recht schnell sehen, ja, in Commit 16 ist der Fehler drin. Wir können den Commit anschauen und nachschauen, was jetzt das Problem ist. Wir müssen zwar immer noch verstehen, was da passiert. Und im Idealfall weiß man hoffentlich, wenn man Code schreibt, was man da gerade tut. Und weil als ich mal das in der Praxis das Problem hatte, dann war da halt irgendwie den Commit, den ich dann gefunden habe und das Ganze händisch gemacht habe, dann stand da halt irgendwie drin Optimierung von blablabla und das war dann halt irgendwie eine tiefe C++-Funktion, was eigentlich eine Optimierung sein sollte, was aber im Gegensatz genau das Gegenteil halt eben war. Und mit einer binären Suche hat man halt eben nur in diesem Fall halt nur 3 Schritte gebraucht und damit geht das eigentlich recht fix. Was wichtig ist, ist, dass das Projekt letztendlich immer kompilierbar, testbar bzw. ausführbar sein muss, weil wenn dies nicht der Fall ist, dann hat man halt immer das Problem, okay, ich kann das jetzt gerade nicht kompilieren, muss ich wieder ein Commit weitergehen, okay, es funktioniert immer noch nicht, also gehe ich wieder einen Schritt weiter und wenn man das halt zu oft machen muss, dann kann das schon ganz schön nervig sein. Und was das Ganze ein bisschen vereinfacht ist, dass man das per Skript auch automatisieren kann, so dass man einfach einen Testcase schreibt oder so, der das Ganze prüft. Okay, wenn das Ganze länger als 100 Millisekunden braucht, dann mecker hier und markiere das automatisch als Fehler oder als korrekten oder halt nicht korrekten, also als gut oder als bad Commit. Wenn das irgendwie eine REST-Schnittstelle ist, dann geht das sogar noch ganz einfach. Lässt man einfach drüber laufen innerhalb von ein paar Minuten. Wenn man das Projekt nicht groß kompilieren muss, dann ist das recht einfach erledigt. Man muss eigentlich nur warten, bis das Ergebnis rauskommt. Genau, deshalb noch ein paar Pro-Tipps. Es hilft auch nur, wenn die Commits nachvollziehbar sind. Aber es hilft nicht, wenn man dann den Commit zwar gefunden hat, da aber so eine Änderung drin ist, die man nicht durchblicken kann und dann halt immer noch nicht weiß, wo liegt jetzt der Fehler. Dann hat man das auch vielleicht ein bisschen eingegrenzt, es hilft aber immer noch nicht. Deshalb mein allgemeiner Tipp, immer kleine und überschaubare Commits machen. Das ist nicht nur für git bisect praktisch, sondern auch, wenn man es reviewt. Und bei Mergen ist es auch immer einfacher, wenn es halt immer kleine Commits sind und der das viel besser mergen kann. Genau. So, das nächste ist git add-p. Wer nutzt das? Wer nutzt das täglich? Also ich muss mich auch melden. ich habe das hier Häppchen für Häppchen in einen Commit. Und zwar geht es eigentlich nur darum, dass das Ziel ist, wenn man eine Datei bearbeitet hat und man hat mehrere Änderungen da drin, dann
müssen nicht unbedingt alle Änderungen, die da drin sind, in einen Commit rein, weil die eventuell halt logisch getrennt voneinander sind. Wie ich halt vorhin auch schon gesagt habe, möglichst logisch getrennte Commits zu machen, ist halt auch wichtig, dass man die Sachen innerhalb von einer Datei auswählt. So, und wenn wir jetzt eine Datei nehmen und wir haben oben halt irgendwie was angepasst und unten noch was angepasst, was aber irgendwie zwei verschiedene Paar Schuhe sind, dann, wenn man ein normales Git add und die Datei, den Dateinamen angibt, dann fügt das ja komplett hinzu und dann hat man halt eben ein Commit. Das will ich aber in dem Fall nicht. Deshalb nutze ich eigentlich ziemlich häufig, wenn ich eine große Datei bearbeitet habe, gucke ich immer an, okay, welche Änderungen sind da drin, welche möchte ich in einem Commit drin haben und die, die gerade drin sind, die will ich erstmal, also die, die ich gerade hinzugefügt habe, die packe ich dann in einen Commit und dann mache ich das nächste weiter. Grund ist halt auch eben hier, möglichst kleine, überschaubare und logisch getrennte Commits zu haben, um eben eine nachvollziehbare Logik so eben drin zu haben. So, das Ganze nennt man, also ich habe es ja vorhin mal häppchenweise genannt, man spricht von Hunks, was direkte Übersetzung auf Deutsch halt eben bedeutet Stückchen oder Bröckchen oder Brocken. So, und zwar, wenn man git add-p und dann den Dateinamen angibt, dann zeigt er eben an, okay, will ich ja, übernehme ich diesen Abschnittsänderung, er unterteilt es automatisch in die einzelnen Abschnitte, weil wenn du oben was geändert hast und unten was geändert hast, dann hat er automatisch zwei Hunks. Und man kann dann sagen, okay, das erste nehme ich jetzt hinzu. Und wenn man dann git status einfügt, ausführt, dann steht direkt drin, okay, die Datei wurde sowohl gestaged, ist im Staging Area drin, als auch da sind noch veränderte Daten drin. So, und hier Vollständigkeit halber habe ich das jetzt mal mit ausgeführt. Häufig hat man auch noch den Fall, dass man halt direkt welche untereinander hat, die auch getrennt werden soll. Die kann man halt recht einfach S für Split ausführen und dann sagt er direkt, dann trennt er das nochmal auf und versucht das soweit zu trennen. Das mache ich eigentlich ganz gerne, um es halt eben schön übersichtlich zu haben. Viele Leute sagen zu mir immer, du machst da für jede Zeile ein Commit, aber dafür kann man das auch lesen und nachvollziehen, was ich da gemacht habe und aus welchem Grund ich das eben gemacht habe. Und da kann man halt auch eben sagen, okay, ich nehme jetzt das Stück, nehme ich, das nächste nehme ich nicht und dann bin ich fertig und dann mache ich halt den Commit. Und dementsprechend sind hier noch die anderen Anforderungen, ja, alles der Datei nicht mehr oder nur das nächste nicht mehr und alles davor nicht mehr und sowas halt eben. Das muss man sich jetzt nicht im Detail jetzt gerade angucken. So, git Alias. Wer hat Alias definiert? Gut. Effektiv nutze ich Alias kaum, was auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass ich Leuten noch git beibringe. Und dann ist das immer schwierig, wenn man seine eigenen Alias gesetzt hat und dann tippe ich das lieber aus. Finde ich immer trotzdem praktisch, bei einigen Sachen das umzusetzen, damit man zumindest weiß und das eben entsprechend nutzen kann. Und zwar, prinzipiell ist da kein Hexenwerk halt eben. Man kann genauso einen Shell-Alias setzen, was halt eben praktisch sind, sind lange Befehle. Lösung ist, Alias setzen und das passiert dann in der Konfigurationsdatei. Und wenn man jetzt zum Beispiel nicht immer Checkout eintippen will, da kann man auch CO eintippen. Ich glaube, in Subversion ist das mal nicht so automatisch sogar schon drin. Und da kann man ja alias.co, der Teil ist dann eben das, was im Alias steht. Und das halt eben der einzelne Begriff, der ersetzt wird. Hier stellt sich aber immer wieder die Frage, wann setze ich ein Git-Alias und wann setze ich ein Shell-Alias? Weil theoretisch kann man das Ganze, was man hier mitmacht, auch als Shell-Alias setzen. Gibt es einfach die einfache Regel, wenn es mit Git zu tun hat, dann gibt es ein Git-Alias, wenn es nicht mit Git zu tun hat, dann macht man ein Shell-Alias draus. So, hier so mal als Beispiel, wo sich das halt eben mal praktisch sinnvoll sein kann, ein Alias zu setzen. Kennt jeder die Unterschiede zwischen den verschiedenen Stash-Sorten? Also was macht Git Stash im Standard? Genau, also es speichert die Änderungen von die geänderten Dateien, die schon im Repository drin sind, die schon getrackt sind, die schiebt er dann halt eben in einen extra Stack und die kann man dann halt wieder rausholen. So, was man aber halt eben machen kann, ist, wenn man den Index behalten möchte, dann kann man das zum Beispiel auch noch machen. Oder halt eben, wenn man Dateien hat, die noch nicht getrackt wurden, dann kann man die eben mit so einem langen Parameter ebenfalls hinzufügen. Oder wenn man sogar Dateien hat, die ignoriert werden durch die Git-Ignore-Dateien, dann kann man ja halt eben minus minus all angeben, um wirklich alles in den Stash zu packen.
Und das Ganze zu merken, ist halt auch irgendwie ätzend. Und deshalb kann man auch so schön Stash und Stash machen, um eben dann nicht so viel tippen zu müssen. Um dann halt eben sinnvolle Aliase zu nutzen, um, weil ich kann mir das nie merken, wenn man das nicht täglich nutzt oder gerade braucht. So, ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, wenn man ein Kommando nutzen will, um hinten noch was anzufügen. Also was man zum Beispiel machen kann, ist, wenn man jetzt ein Softwareprojekt arbeitet, hat man ja immer in der Regel halt eben Commits, wo die Commit-ID, die Ticket-ID mit in der Commit-Message drinsteht. So, ich hoffe, ihr macht das alle. Also zumindest ist es ja ganz sinnvoll in Softwareprojekten. Bei einigen Projekten macht es natürlich keinen Sinn. Mache ich dann auch nicht immer, weil ich ja auch nicht für alles ein Ticket habe. Da kann man jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt einen Befehl, den Git-Log-Befehl, Git-Log --putty-one-line, da gibt er halt alle Commits in einer Linie aus, also eben one-line, wie es das sagt, und gleichzeitig zum Grappen. Dann kann ich die Commit-Messages grappen und kann dann halt eben gucken, kann dann halt eben den Suchbegriff eingeben. Man will aber diesen ganzen Befehl ja auch nicht immer eintippen. Dementsprechend kann man auch wieder Log-Grappen machen und dann macht er das ganze Konstrukt, was man dahinter ist, kann man dann halt eben vereinfachen und den Befehl, der dahinter steht, der wird dann halt eben angehangen. Das ist eigentlich relativ simpel. Genau. Wir bleiben ein bisschen beim Log. Und aus dem Log kann man eigentlich ganz viele Sachen rausholen. Und was ich manchmal recht toll finde, ist, wenn ich dann nur gucken will, wenn ich eine Woche im Urlaub war, was ist in der Woche passiert. Und oder halt eben so, das erste ist eigentlich relativ simpel, -3, zeige ich mir nur die letzten 3 Commits. Aber manchmal will man nicht eben das ganze Ding haben, sondern eben nur die letzten paar Commits, kann man eben -3 angeben, muss da nicht so ganz viel hinterher tippen. Was halt auch praktisch ist, wenn man halt irgendwie im Urlaub war und gucken will, was ist jetzt auf diesem Branch passiert. Since, Datum oder halt eben, also entweder absolut oder relativ. Man kann auch after und ganz viele so bestimmte Zeitabspannen angeben. Oder auch eben zusätzlich angeben, wer hat das committed. Theoretisch kann das euer Chef also auch machen, wenn der Chef im Urlaub ist und er euch fragt, was ihr gemacht habt. Könnt ihr schnell eintippen und sagen, hier, das habe ich gemacht, an diesen Tickets habe ich gearbeitet oder diese Commits habe ich gemacht. Gleichzeitig kann er es natürlich euch auch überprüfen. Ne? Und wo ich dann manchmal geguckt habe, was ist jetzt in diesem Projekt eigentlich passiert in den letzten 6 Monaten? Und dann feststelle, okay, da ist jetzt irgendwie 3 Commits drin gewesen im halben Jahr. Und eigentlich sollte da mehr passieren, wenn das irgendwie das zweitwichtigste Produkt der Firma ist oder sowas, so als Beispiel. Dann ist das manchmal ein bisschen doof. Wenn er sich dann fragt, was ist denn jetzt hier? Genau. Git-Diff, das nächste. Kennt jemand Word-Diff? 2 Leute, gut. Dann lernt ihr heute. So, und zwar gibt es ein normales Git-Diff. Das zeigt eigentlich nur den Unterschied zwischen 2 Zeilen an. Einmal rot angezeigt, welche Zeile gerade verändert, gelöscht wurde quasi und welche neu hinzugekommen wurde. Das ist bei ganz langen Zeilen, wo eventuell sogar mehrere Wörter herausgenommen worden sind, manchmal doch relativ ätzend. So, und dafür gibt es dann Word-Diff. Das ist auch praktisch, wenn man Texte versioniert. Das mache ich auch ganz gerne. Und dann zeigt es hier innerhalb von einer Zeile direkt die Änderungen an, die man gemacht hat. Das ist jetzt nur zufällig ein Befehl, weil das hatte ich in den Folien, die ich halt eben hier vorhin gemacht habe, hatte ich halt einen Fehler gesehen. Statt one-line habe ich online geschrieben. Das ist natürlich falsch. Und der hat dann halt hier Minus und Minus. Das heißt, das hier ist gelöscht und das hier ist hinzugefügt worden. Hier fehlt jetzt noch die farbliche Unterlegung in Rot und Grün. Aber ich denke, das sollte dann ersichtlich sein. Und so sieht man dann deutlich besser, welche Änderungen jetzt in der Zeile nur gemacht worden sind. Und wenn man da gleich... Anlage schaltet ab. Improvisieren.
Ich soll zum Starten den Knopf drücken. Bitte warten Sie, das System wird hochgefahren. Ja. Internet of Things? Ja. Ist das Elektro oder PC? Der zieht es an. Cronjob oder Server Cloud? Nee, das. Kommt da? Kommt da? Muss man gucken, ob die Türen noch auf sind. Ja. Gut. Genau. So, nach der kurzen Unterbrechung können wir dann ja jetzt weitermachen. Ja, der informierte Techniker, genau. So, jetzt muss ich mich erstmal wieder sammeln. Genau, Git grep. Und zwar, grep kennt wahrscheinlich jeder, hoffe ich. Man kann das auch in Kombination mit Git nutzen, damit man nicht nur mit grep könnte man ja einfach nur die aktuelle Version, die gerade im Dateibaum gerade auf der Platte liegt, halt eben durchsuchen. Mit Git grep kann man aber auch alte Versionen durchsuchen, was halt relativ praktisch ist. Weil ich habe jetzt einfach mal hier einen Body-Tag in der Datei gesucht und kann jetzt explizit gucken, wo war das zu einer bestimmten ID, zu einem bestimmten Commit. Hier habe ich jetzt einfach Head 1 gemacht, also im vorletzten Commit. Man kann jetzt auch irgendwelche Branches oder andere Commits angeben und er zeigt dann halt direkt an, okay, der war, in welcher Datei das war. Weil was ich einmal das Problem hatte, ist, ich hatte irgendeine Änderung gemacht, ich wusste, wie die Zeile aussieht, ich wusste aber nicht, in welcher Datei die zu dem Zeitpunkt damals drin war. Und ich muss das also in den alten Stand zurückholen und damit geht das eigentlich ganz einfach. Und man kann jetzt, das müsste ich jetzt nochmal ausprobieren, glaube ich, mit Punkt, Punkt kann man ja noch zwei Commits angeben, damit er zwischen diesen Commits halt eben sucht und halt die Ausgabe macht. Was aber ein bisschen schöner ist teilweise halt noch, wenn man mit git log minus großes g dann nochmal sucht, dann zeigt er explizit die Commits an, wo diese Zeile, wo der Suchbegriff drin ist, ersetzt wurde oder eingesetzt wurde oder explizit verändert wurde. Weil wenn man explizit eine Funktion hat, wo man dann weiß, okay, da oder eine Zeile hat und dann wissen will, wann wurde die eingeführt und welche Änderungen wurden genau an dieser Zeile halt eben gemacht, dann findet man ganz schnell die entsprechenden Commits raus und muss da gar nicht mehr so viel dran machen. So, interaktives Rebase. Das ist für mich eigentlich schon fast täglich. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ja. Wer kennt interaktives Rebase nicht? Ja, die eine Hälfte kennst, die andere nicht. Gut, interaktives Rebase ist eine Art des Rebases. Der normale Rebase, ich gehe jetzt einfach mal an, weiß jeder, was ein normaler Rebase ist? Gut. Und mit einem interaktiven Rebase kann man halt eben viele verschiedene Aktionen kombinieren, um eben die letzten Commits, die in dem Repository oder auf dem Branch gerade drauf sind, zu verändern und zum Beispiel halt eben die Commit-Reihenfolge verändern, Commit-Messages verändern, Commits zusammenfügen und so weiter. Das zeige ich dann gleich. Dabei schreibt man aber die Historie neu, dementsprechend haben wir neue Commits, die wieder drin sind halt eben. So, mit git rebase-i und head tilde 2 kann man dann zum Beispiel explizit auswählen, ich nehme die letzten zwei Commits, dann öffnet sich ein Editor und das Ganze sieht dann so aus, dass hier vorne so ein Keyword drin steht, die Commit-ID und dahinter dann halt eben die Commit-Message. Und das Keyword da vorne ist halt dementsprechend wichtig, was man da reinsetzt. Weil es gibt dementsprechend ein paar Keywords, die man da einsetzen kann. Und pick ist ganz einfach, wir nehmen den Commit so, wie er da drin ist. Das heißt, hätte ich den Editor an der Stelle einfach wieder geschlossen, dann wäre nichts passiert, weil er die gleichen Commits einfach wieder verwendet. Die haben ja keine Änderung gemacht. Und beim Reword ist es auch eigentlich relativ simpel. Commit-Beschreibung anpassen, also die Commit-Message halt eben anpassen und kommt halt eben wieder ein Editor auf und man kann eben eintippen, was man da verändert hat. Was ich aber häufiger auch mache, ist ein Edit.
weil ich dann weiß, okay, ich habe jetzt diverse Sachen gemacht, aber an einem Commit vor 5 Commits habe ich eine bestimmte, bei einer If-Abfrage irgendwas vergessen und weiß, okay, das muss explizit da rein und es macht keinen Sinn, einen zweiten Commit zu machen, der wiederum den alten Commit fixt. Also kann ich auch Edit angeben an den entsprechenden Commit und eben sagen, okay, dann möchte ich diesen Commit eben nachbessern. Was dann halt eben passiert ist, der geht dann wieder die alte Historie zurück, die Commits, die man sich angeklickt hat oder ausgewählt hat, bleibt dann an der Stelle stehen. Man hat die Möglichkeit, diesen Commit nachher zu bearbeiten und dann kann man eben das Rebasing fortsetzen und die anderen Commits werden ja wieder draufgesetzt. Was auch toll ist, ist Squash und Fix-Up. Und zwar, da werden dann einfach Commits wieder zusammengeführt, weil manchmal kennt ihr vielleicht auch irgendwelche Commits gemacht, weil man irgendwas auf irgendein Testsystem ändern muss, testen muss und man macht so oft Commits, bis das auf ein Testsystem, was automatisch aussteckt und das Ganze testet, das eben macht und dann hat man irgendwie Fix-Test 1, 2, 3, 4, 5, 6, dann hat man ganz viele Commits und am Ende hat man eben das fertige Ding und dann kann man einfach sagen, okay, ich packe jetzt einfach mal die 6 Commits alle zusammen oder entferne halt eben ein paar Commits, geht dann auch mit Drop und was man halt eben aufpassen muss bei dem Ganzen ist, man kann ganz schnell die Git-Historie kaputt machen. Und zwar, oder also kaputt machen, sage ich jetzt mal, weil wenn man aus Versehen eine Zeile löscht oder halt eben Drop eintippt, dann wird der Commit einfach rausgeschmissen. Und ich weiß nicht, hatten eure Kollegen irgendwann mal so gesagt, oh, irgendwie Commit ist verloren gegangen? Ja. Und, ich muss dafür sorgen, dass keiner auf dem Branch arbeitet, wenn man rebased oder wenn man irgendwie... Genau, weil deshalb hier der Hinweis eben, die Historie wird neu geschrieben, dementsprechend sollte man das nur auf Feature-Branches machen, auf denen entweder man selbst arbeitet oder wo klar ist, dass nur eine Person dran arbeitet. Dementsprechend wird auch ein Force-Push benötigt, um das auf einen Server zu schieben. Und da muss man einige sagen, man sollte das nur machen, wenn es ein Branch ist, den man nicht veröffentlicht hat. Das ist halt eine gute Daumenregel, wenn man es noch nicht veröffentlicht hat, irgendwo hingepusht hat. Das ist ja völlig egal, dann liegt es halt nur bei einem selbst. Aber wenn klar ist, dass es eh nur in das eigene Repository ist und kein anderer da reinschreiben darf, dann kann man das ja auch pushen. Und da muss man halt darauf aufpassen. Genau. Git Reflog. Wer kennt Git Reflog? Ja, auch ein paar. Genau, das ist das Medikament gegen, ich habe ja nichts getan, weil ständig Leute mir dann sagen, so, irgendwas funktioniert hier nicht, ich habe nichts getan, alles ist kaputt, ich weiß nicht, was ich tun soll, bitte hilf mir. Dann sage ich immer, ja, gib mal eben Git Reflog ein und zeige mir das, was da drin steht, weil da steht ganz genau drin, was die Person gemacht hat und so kann man ganz schnell nachvollziehen, was man eben gemacht hat. Deshalb eben das Problem, irgendwie zum Beispiel ein interaktives Rebase gemacht, man hat die Commits verloren, aus Versehen, und man will sie irgendwie wiederholen und die Person hat es aber überhaupt nicht gemerkt, was er da gemacht hat. Und das dritte Problem ist, dass der dann supporten muss, also ich zum Beispiel, dann auch nicht weiß, was der Typ gemacht hat, weil ich saß ja nicht die ganze Zeit drüber und habe so über den Bildschirm geguckt. Da hilft halt eben Git Reflog, weil halt eben alles drinsteht. Also eben Checkout, welcher Branch wurde erzeugt oder gewechselt, welche Commits wurden gemacht, wann wurde gepusht, wann wurde gepullt, wann wurde ein Rebase gemacht, theoretisch eigentlich alles. Aber es ist eben nur lokal. Dementsprechend kann man jetzt nicht gucken, was hat jetzt die Person da vorne gemacht in dem Git-Repository, weil das ist halt eben nur komplett lokal und wenn man das Repository löscht und nochmal neu klont, dann ist die ganze Historie davon auch weg. So, dementsprechend, das sieht dann zum Beispiel so aus. Hier sieht man jetzt Head und die Anzahl und noch eine Zahl dahinter und da sieht man halt sofort, an welchem Stand das war. Das ist jetzt von irgendeinem echten Repository quasi. Hier wurde ein Checkout gemacht, hier wurde ein Commit gemacht, noch ein Checkout, Pull, noch ein Checkout, ein Rebase und noch ein Rebase. Dann sieht man sofort, okay, was hat die Person gemacht oder was hat man selbst gemacht, wenn man gar nicht mehr sicher ist, in welcher Reihenfolge man irgendwas gemacht hat. Und das ist durchaus schon hilfreich. So, Git hat auch eine Garbage Collection und das ist jetzt nur so, das braucht man jetzt nicht unbedingt zu wissen, aber man sollte wissen, was es ist, dass es da ist und was es bewirkt. So, und zwar, wenn man ganz oft ein interaktives Rebase zum Beispiel macht, dann macht er jedes Mal neue Commits. Und die Commits, die schon im Repository drin sind, die sind ja dann nicht mehr verlinkt, weil die alten, die werden dann einfach weg zur Seite geschoben quasi, liegen dann noch im Dateisystem irgendwo rum. Aber die sind halt unerreichbar. Man hat dann sogenannte Dangling
Commits, die dann halt da irgendwo rumschweben, aber halt nirgendwo verlinkt sind, weil die Git-History ist ja letztendlich auch nur eine Kette von Commits, die miteinander verkettet sind. Wenn man sich einen Commit anguckt, dann ist halt eben der Vorgänger-Commit verlinkt und das zieht sich dann so weit durch. Wenn man ganz oft einen Rebase macht, dann kann das manchmal schon Speicherplatzverschwendung sein, weil man dann ganz viele Dateien und Änderungen drin hat im Repository, die man gar nicht mehr erreichen kann oder die man gar nicht mehr braucht. Und wenn man einmal gitgc aufruft, dann löscht er das Ganze irgendwie weg und dann hat man teilweise halt auch schon deutlich Platz gespart. Was nur im Standard halt eben gemacht wird, ist, dass es halt irgendwie, ich glaube, die letzten 2 Wochen, glaube ich, behält und alles, was älter ist als 2 Wochen, wird dann weggeschmissen, sodass dann die ganz alten Sachen weg sind. Genau, und dementsprechend, falls ihr mal einen Commit droppt, der Commit ist noch da, nur nicht mehr referenziert. Das heißt, ihr könnt den noch rausholen, da gibt es auch nochmal extra Befehle für. Genau, Garbage Collection droppt regelmäßig auf. So. Was es halt auch noch macht, ist, das komprimiert nochmal zusätzlich, entfernt eben die unerreichten Objekte, die im Repository drin sind. Und eben als Option kann man dann zusätzlich angeben, alles ab einem bestimmten Datum. Und dadurch ist das sowohl ein bisschen schneller, als auch gibt es eine Speicherplatzoptimierung. So, GitBlame ist eigentlich mein Lieblings. Kennt wahrscheinlich die meisten. Wer kennt es nicht? Ja, ein paar kennen es nicht. Gut, ich habe extra hingeschrieben, ich war das nicht. Ach so, doch, das war ich. Und zwar, wenn man sich eine Zeile Code anguckt und dann sich fragt, wer hat diese Zeile verbrochen? Das denke ich auch oft, manchmal auch zu oft. Dann gucke ich nach, wer war das? Und stelle fest, scheiße, ich war das. Und zwar irgendwie ein Problem, Feature funktioniert nicht. Dann sieht man, konnte ja irgendwie nie funktionieren. Und wenn man git blame und dann die Datei angibt, welche man sich angucken, welche Zeile für Zeile, wer hat das committed, wann wurde das committed, warum, also Commit-Message kann man nachgucken und womit hängt das zusammen. Also das war zwar gerade mehr so ein Witz, wer ist der Schuldige oder so, aber häufig fragt man sich dann, warum hat man gerade diese Änderung gemacht zu dem Zeitpunkt? Weil ich habe die Änderung ja zum Beispiel selbst gemacht und will wissen, warum habe ich die gemacht oder warum habe ich das so komisch implementiert. Weil dann habe ich dann häufiger noch andere Fehler gesehen oder so, okay, da habe ich einen Denkfehler drin, da soll ich an einer anderen Stelle auch nochmal prüfen, weil da habe ich das, glaube ich, auch nochmal gemacht. Deshalb ist es durchaus sinnvoll, dann manchmal nachzugucken, was man da gemacht hat und warum man das eben gemacht hat. Weshalb auch wieder wichtig ist, ordentliche Commit-Messages zu setzen, um dann nachzuvollziehen, was da gut ist und was nicht oder warum man das gemacht hat. Genau. Commit-ID, Autor, Datum, Uhrzeit, Zeilennummer, Zeileninhalt. Häufig hilft es da einfach nur zu gucken, wie alt ist eigentlich diese Zeile, in welcher Version ist sie quasi noch drin. Und wenn man sagt, oh, die ist schon 6 Jahre alt, dann weiß man, okay, das ist schon lange da drin. Und da ist dann manchmal einfacher, als ganz alte Versionen rauszukramen. Genau. Git Filter Branch ist das nächste. Wer hat das schon mal genutzt? Ah, doch ein paar. Mit Git Filter Branch wird auch die Historie neu geschrieben, aber anders, als es bei einem interaktiven Rebase der Fall ist. Und zwar ist es immer dann sinnvoll, wenn man etwa Zugangsdaten in einem Quellcode drin hat, also irgendwie ein Skript hat, wo irgendwie Zugangspasswort zu irgendeinem Server oder sonst was drinsteht, dann will man die irgendwie eigentlich raus haben. Die sollten auch nicht in einem öffentlichen Repository sein oder auch nicht firmeninternes Repository. Und das Problem ist, wenn man das nur einmal in einer aktuellen Datei entfernt, dann ist es immer noch in den alten Revisionen drin. Die Revisionen sind dann nicht plötzlich weg. Und dafür muss man wiederum eine komplette Historie neu schreiben. Und dafür hat Filterbranch diverse Filter, die man nutzen kann, um diverse Sachen wieder zu verändern. Was so das Einfachste ist quasi, ist ein Tree-Filter. Das checkt dann halt jeden Commit aus und führt dann einen Befehl aus. Das kann dann zum Beispiel ein Set sein, um eine Zeichenersetzung durchzuführen oder halt eben eine Datei komplett zu löschen und der Rest wird aber komplett beibehalten, sodass man dann wirklich die komplette Historie hat von dem einen Skript, was man da irgendwo liegen hat, wo das Passwort drin ist, aber nur das Passwort dann halt ersetzt wurde durch XXXX oder sowas. Da gibt es noch einige mehr, ich habe jetzt nur so ein paar aufgelistet. Indexfilter, was dann halt nicht den ganzen Baum auscheckt. Und wie lange habe ich noch mal Zeit? Bis Viertel vor, ne? 14 Uhr. Bitte? Morgen 14 Uhr. Na gut. Oh, ich bin da schon weit. Genau, und was man jetzt auch noch machen kann, ist ein Subdirectory-Filter, weil manchmal hat man noch irgendwie
den Fall, dass man ein Unterverzeichnis eventuell in ein komplett eigenes Repository auslagern will, weil es plötzlich eine Library geworden ist, was man gar nicht vorher gedacht hatte. Da kann man dann die ganze Historie von dem Unterverzeichnis unabhängig vom Rest des Repositories eben extrahieren und dann in einem extra Repository schieben. Kann manchmal sinnvoll sein, um eben die Historie beizubehalten, aber trotzdem Teile des Repositories, sei es Dateien oder halt eben Ordner, aus dem Repository eben rauszuholen. Da gibt es noch einige mehr Filter. Ich habe es letztendlich selbst nie direkt gebraucht. Mal manchmal Hinweise gegeben an Leuten, die das brauchen. Wichtig ist halt nur, die komplette Historie wird neu geschrieben. Und das sollte man dementsprechend nie auf öffentlichen Repositories ausführen. Weil das hatte ich auch mal von einem Kollegen gehört, der sich dann jedes Mal über das eine Softwareprojekt aufregt. Und dann sagt er so, oh, die haben schon wieder alles kaputt gemacht. Weil wenn die dann in Git Pull machen und dann haben die das ganze Repository gefilterbranched, sage ich das jetzt mal, dann ist das ein bisschen ätzend, weil er es jedes Mal komplett neu klonen muss und weil halt die komplette Historie eben neu ist. Wenn man das jetzt intern macht, dann muss man dementsprechend mit den Arbeitsmitarbeitern kommunizieren, was halt häufig der Fall ist. Wer hat eigentlich Binärdateien, also große Binärdateien, die sogar häufig aktualisiert werden im Repository drin? Da lacht schon einer. Ja. Und da ist es manchmal dann sinnvoll, ja, die Binärdateien irgendwie rauszuholen aus dem eigentlichen Repository und irgendwie anders auszulagern und dann die ganzen Revisionen rauszuschieben. Und da gibt es zum Beispiel noch so ein Tool, BFG Repo Cleaner. Das ist dann ein bisschen benutzerfreundlicher, also ein bisschen einfacher, ist halt nicht ganz so mächtig wie Filterbranch. Aber da kann man dann zum Beispiel sagen, lösche mir alle Dateien raus, die größer sind als 10 MB. Das ist in dem Fall ein Java-Tool und wenn man das mal braucht, kann man das mal machen. Und ist halt ein bisschen einfacher als der Rest. So, WorkTree, nutzt das jemand? Das ist noch relativ neu. Einer. Immerhin. So, wer musste schon mal an mehreren Branches gleichzeitig arbeiten? Lass mich raten, ihr habt dann einfach das Repository nochmal geklont und darin dann in eigenen Branches gearbeitet. Ja. Gut, manchmal, ich mache das meistens auch mit Stash, was halt eben einfacher ist, was man halt eben auch machen kann, ist ein Worktree machen, wo dann aus dem eigentlichen Repository dann halt eben ein zweites Arbeitsverzeichnis rausmacht, wo man dann eintragen kann, wo man dann halt die eigene Änderung macht. Also das Problem beim Stashen ist dann ja auch wiederum, wenn man dann, also bei mir war das dann teilweise so, ich muss dann ein Projekt kompilieren, das dauert dann halt irgendwie eine halbe Stunde, wollte gleichzeitig in einer anderen Branch noch eine Änderung machen und währenddessen musste ich halt einen neuen Worktree machen und konnte das halt nicht stashen, weil er gleichzeitig auch Dateien in das Arbeitsverzeichnis geschrieben hat. Genau, dementsprechend kann man mit Worktree mehrere Arbeitsverzeichnisse zu einem Repository machen. Und das ist eine mögliche Lösung ist halt eben, das Repository mehrfach zu klonen, was halt aber eben ätzend ist, weil wenn man mehrere Remote-Repositories hat, die man hinzufügen muss, dann muss man die jeden machen und jedes Mal nochmal die einzelnen Konfigurationen machen, je nachdem, wie aufwendig das Projekt ist. Und das kann ganz schön nervig sein. Und Git Worktree ist prinzipiell relativ neu. Ich glaube, das ist noch gar nicht so alt. Dementsprechend kennen das noch gar nicht so viele. Ich gehe jetzt nicht auf die genauen Befehle ein. Aber damit kann man halt eben ein Arbeitsverzeichnis nochmal zusätzlich an einem anderen Ort hinschieben, um darin weiterzuarbeiten. Und dann muss man halt eben nicht die ganzen Einstellungen machen. So. Nee, einfach in einem höheren, also daneben quasi. Wenn du jetzt ein Repository hast, ABC, ich habe zum Beispiel mein Home Directory in Repositories-Ordner und darunter liegen dann alle Repositories und dann habe ich halt die nebeneinander liegen. Und man kann sich dann auch eben ausgeben lassen im Repository, wie viele Worktrees hat man, wie benennt er, welcher Branch ist da drin. Bitte? So eine Art Links wahrscheinlich schon einfach. Wahrscheinlich irgendwie so, also. Prinzipiell ist das nichts Kompliziertes, ja? Du brauchst ja dein Repository nicht im Arbeitsverzeichnis zu haben. Genau, du brauchst prinzipiell, also im Standard hast du ja immer das Repository mit in .git-Verzeichnis da drin. Theoretisch kann das ja ganz woanders liegen. Und so kann man damit dann halt auch eben arbeiten. So, was auch noch möglich ist, ist ein Diff von Binärdateien zu machen. Und prinzipiell, Binärdateien gehören eigentlich nicht in einem Repository. Manchmal macht das schon Sinn.
weil in den Git-Repository ist halt eben das Problem, die ganze Datei wird jedes Mal in das Repository, wenn es aktualisiert wird, reingeschoben. Dementsprechend, wenn man aber das bei einer 1 MB, bei einem 1 MB Binärdatei halt eben 100 Mal macht, dann ist es halt mal eben 100 MB. Und wenn man das ganz oft macht, dann halt eben deutlich mehr. Was man aber trotzdem machen kann, ist ein Diff von Binärdateien. Und was dabei halt wichtig ist, ist, dass man davon aber dann, dass der Text oder dass halt irgendein Text drin ist, den man dann diffen kann oder auch ein Bild. Das geht theoretisch auch. Man kann nämlich in Git sagen, für diese Dateiendung möchte ich jetzt folgendes Diff-Programm nutzen, beziehungsweise folgende Extraktion zu nutzen, um dann daraus die Ausgabe zu erzeugen. Und zwar kann man, was ich zum Beispiel gemacht habe, ist, ich hatte LibreOffice-Dokumente, also ODT-Dokumente, die ich in einem Git-Repository hatte. Und die wollte ich trotzdem versionieren. Und die wollte ich versionieren, wollte trotzdem ein Diff haben, weil eigentlich hat man ja so kein schönes Diff. Und in den vielen Linux-Distributionen ist ODT-to-Text drin. Theoretisch gibt es das auch für DocX und Konsorten. Und das zeigt dann in der Kommandozeile halt eben auch an, welcher Text da drin ist und was man da verändert hat. Ja. Ist eine Off-Topic-Frage, aber Subversion zum Beispiel packt ja bekannte Formate, die auf Gigasit-Sprache basieren. Ja. Also die Frage war, dass Subversion auch diverse Paket, also gesippte Sachen extrahieren kann und automatisch einen Diff macht. Ich habe keine Ahnung. also ich weiß, dass man halt eben diverse Tools mit einklinken kann, um die eben das durchzuführen, wie ODT-to-Text oder PDF-to-Text geht wohl auch. Das habe ich jetzt nie selbst gebraucht, das habe ich nie ausprobiert. Aber damit geht das prinzipiell. Man kann auch eben ZIP-Dateien auch entpacken und daraus dann irgendwie, hatte ich auch ein Beispiel gesehen, aber da fehlt mir so der Praxisbezug zu, warum man das jetzt unbedingt machen sollten, müsste. Genau. Und das müsste man dann halt eben Git Attributes und Git Config konfigurieren, damit die Dateiänderung entsprechend beachtet wird. Was auch manchmal praktisch ist, ist Dateien, die zwar Textdateien sind, aber als Binärdateien behandelt werden sollten, explizit als Binärdatei zu klassifizieren. Weil ich hatte das bei irgendeiner Anwendung, ich weiß gerade gar nicht welches, hat da irgendwie so ein XML-Format ausgegeben. Und das wollte ich halt versionieren, aber mir bringt das Diff nichts, wenn da halt so ganz kryptisches XML drin ist. Und dann habe ich halt explizit angegeben, okay, das ist jetzt eine Binärdatei, und dann steht halt einfach nur drin, okay, das ist jetzt eine Binärdatei, weil dann ist es einfacher, wenn man irgendwas mergt und dann hat man nicht plötzlich Merge-Konflikte in irgendwelchen XML-Dateien, die unlesbar sind. Das kann man halt umgekehrt halt auch eben machen. Ja, also bei JavaScript-kompilierten Sachen zum Beispiel, ja, zum Beispiel. Wobei, die will man ja eigentlich auch nicht im Repository haben. Theoretisch will man die nicht im Repository haben. Genau, die schöne Theorie-Sache. Genau, was es auch noch gibt, ist Git Attributes, also die Datei, .git Attributes, wo man Attribute zu einer Repository setzen kann. Da gibt es ganz viel. Ich habe jetzt erstmal nur ein paar Beispiele drin. Und zwar, dass diverse Dateien anders behandelt werden sollen. Das war auch das, was ich gerade erwähnt habe, dass eben diverse Dateien als Binärdatei behandelt werden sollten. Was auch praktisch ist, ist, wer ist schon mal auf das Problem gestoßen, wenn ihr mit Windows-Leuten... Es kommt so noch gar nicht den Satz zu Ende. Ich hatte gerade ein Uni-Projekt, wo dann jeder seine eigene Zeilenänderung reingeschoben hat und auch überhaupt nicht mal in das Diff reingeguckt hat. Und dann war da so ein schöner Mix aus Carriage Line Feed und Line Feed, was halt total unbrauchbar war, vom Rest des Projektes mal abgesehen. Ja, ich will jetzt nicht mit Tabs und Spaces und das ist ja noch so, wenn man sich dann das Diff anguckt und der Code dann so ist. Dann kann man im Repository angeben, dass er dann eben die Umformung automatisch machen soll, wenn man das eben auscheckt oder halt eben eincheckt in das Repository. Nachdem ich das gemacht habe, war das deutlich angenehmer für mich. Da konnte ich eigentlich nicht mehr ganz so schlimm, aber immer noch schlimm. Und das kann man halt eben zum Beispiel in diesen Git Attributes Sachen machen. So, ich bin jetzt prinzipiell durch. Jetzt würde ich gerne an euch fragen, welche Git-Funktionen ihr gerne nutzt, die eventuell nicht so bekannt sind,
aber trotzdem sinnvoll ist zu wissen. Ich hoffe, da kommt jetzt was. Ja. Seit neulich nutze ich Div 3, als wenn ich merge die Lösung an Flickte für, also auch manuell im Texteditor. Ja. Und es gibt per Default Div 2 Styles. Erkennt ihr den Unterschied zwischen Div 2 und Div 3? Nein. Div 2 ist das Standard, der zeigt an, das ist hier und das war vorher. Ja. Falsch. Die eine Richtung hat das gemacht, die andere Richtung hat das gemacht und Div 3 zeigt in der Mitte noch den gemeinsamen Nenner an. Also woher kommen denn beide? Ja. Sprich, sagen wir mal, der eine hat ein Attribut in der Funktion hinzugefügt, der andere auch. Ja. Dann würde ich vielleicht auch wissen, was waren denn vorher noch drin. Mhm. Und das kann man über die Git-Config einstellen. Ja. Also das war jetzt ein Beispiel für die Aufzeichnung halt eben, dass man Div 3 war, dass jetzt Div 3 als Merge-Tool verwenden kann, um eben sinnvoller nachzuvollziehen. Das ist ein Feature von Git selbst. Oder so. Ja. Muss ich dann nochmal nachgucken. So, nächster. Genau, das ist sowas Standard. Also eigentlich sind Git-Pull immer doof. Vor allem also im Standard. Weil Git-Pull macht halt Git-Fetch und dann Git-Merge. Da hast du immer so ganz viele Merge-Konflikte. Nicht Merge-Konflikte, hat man vielleicht auch, aber hat man ganz viele Merge-Commits, die man überhaupt nicht braucht. Und mit einem Rebase ist halt viel schöner, wenn dann einfach die neuesten Commits, die dann drauf sind, oben drauf packt und dann eben nicht diese ganzen Merge-Commits drin sind. Das ist auch unfassbar schwer, Studenten beizubringen. Ja. Darauf aufbauen würde ich gerne mal eine Lanze für Git-Merge-Squash sprechen. Dann kann man einen ganzen Branch mergen und dann die tausende Commits auf einen einzigen runterbrechen. Dass man sagt, okay, das ist nicht 35.000 Commits, sondern das ist jetzt Feature so und so. Ja. Also du meinst jetzt, dass man Merge machen kann, um gleichzeitig squashen? Genau, Merge Squash. Ja. Dann alles in einen Einzelnen. Also das mag ich halt eben nicht, weil du dann eben nicht mehr so nachvollziehen kannst, was, also ich persönlich mag das halt eben nicht, das kann man halt eben machen, dass man halt eben Merge und squasht sofort, aber man verliert halt die ganze Historie, die dazwischen ist. Ja, aber hinterher hat man dann 2000 Branches, weil jeder einen Feature Branch macht. Also das kann man machen, finde ich nicht so toll. Gerade mal, du hast drei Commits gemacht, S1, S2, S3 und die willst du mergen. Ja. Nicht, dass du irgendwie zwei Wochen gearbeitet hast an deinem Feature und dann 2000 Zahlen committen möchtest. Ja, also für was er angewendet, wenn es kleine Sachen sind, kann man das natürlich machen. Vor allem, wenn man allein arbeitet oder sowas. Also wenn ich jetzt eh mit Code Review arbeiten muss und das dann halt eben wieder zusammenfügen muss und das eh alles eine abgeschlossene Einheit ist, dann squash ich das einfach in den Branch noch selbst und lasse es dann mergen. So, hier vorne war noch was. Commit-Hooks. Das ja. Zum Beispiel beim Commit immer erstmal durchkompiliert und Test ausführt. Kann man machen, ja. Also Hooks hatte ich jetzt hier gar nicht drin. Habe ich sonst, glaube ich, auch häufig drin. Um eben, was man auch schön machen kann, ist, ich meine, Hooks gibt es ja sowohl clientseitig als auch serverseitig. Um eben zu, das Ganze eben, zu, also die Aussage war halt eben zu kompilieren und zu testen auszuführen. Je nachdem, wie man die Commits macht, ist das manchmal doch praktisch, um eben zu gucken, wenn es kleine Projekte sind, wenn es zu lange dauert, ist das glaube ich auch zu ätzend. Ne? Und gleichzeitig, aber im Standard ist da meine ich ja schon ein Commit-Hook drin, der nicht aktiviert ist, dass dann Spaces oder Tabs am Zeilenende halt eben angemerkt werden, also Trailing, White Spaces, halt eben angemerkt werden, dass man die wieder entfernen kann, bevor man die überhaupt committet. Ja. Und zwar habe ich eine allgemeine Frage, ja. Ob Sie vielleicht ein Best Practice für Commit-Nachrichten haben. Also wir haben zum Beispiel die Anforderung, es soll zuerst stehen, was das ist, ein Feature-Bug-Fix oder eine allgemeine Änderung, danach was man getan hat und dann eine Referenz zu den Tickets. Ja. Und wir haben den Fall, dass einfach alle die Tickets übernehmen oder einfach nur rein kann. Ja. Ja, also die Frage war ja mehr eine Frage zu Best Practices für Commit-Messages, weil da eben halt viele Leute halt nicht ordentlich hinschreiben, was da genau hingehört. Was ich für mein Team, wo ich damals drin war, eingeführt hatte, ist, beziehungsweise wo wie es vorher war, ist, jeder hat nach Master gepusht und dann wurde nur Implementierung, Ticketnummer hingeschrieben und oder Implementierung plus Test, Ticketnummer. Und das war dann insbesondere dann lustig, wenn dann ein Tippfehler bei der
bei der Ticketnummer drin stand. Man dann überhaupt nicht verstehen konnte, was hat der Typ da gemacht. Und da das jeder auf Master geprüft hat und keiner nachgeprüft hat, hat das sehr viel Spaß gemacht. Was ich danach halt eben eingeführt hatte, ist, wenn das ein ja, relativ größeres Projekt ist, erstmal die Komponente hinzuschreiben. Also ist das jetzt ein Test, ist das jetzt irgendwie die Core-Komponente, ist das irgendeine andere Komponente, die da mit drin ist, also irgendwie, keine Ahnung, Frontend, Backend, irgendwie sowas halt eben, was es also oder Module, die es da so gibt. Dann die Ticketnummer und dann eigentlich nur eine kurze Beschreibung, was gehört da rein oder was wurde da gemacht. Und auch explizit zu schreiben, welche Funktion das war. Das hat bei mir geklappt, wobei das auch nur drei Leute waren. Und von den drei Leuten war auch einer ich. Und das hat da in dem Fall geklappt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute darauf keinen Bock haben. Da muss man aber eigentlich nur auf die Finger hauen beim Code-Review oder sowas halt eben und dann so sagen, nee, so nicht. Weil nachdem ich da Code-Review auch eingeführt habe, haben die Leute nachgemerkt, okay, wenn das jetzt nicht gemerged wird, dann muss ich das ja korrigieren. Dann haben sie es automatisch ordentlich gemacht. Also Code-Review ist immer schön, weil dann merken sie endlich so, okay, ich muss das ja fertig machen. Ja. Ich wollte noch eine Anmerkung zu dem Edit-T machen. Ja. Wenn man schon die Edit hat, dann muss man nicht unstage, sondern kann auch mit Commit-P das Ganze noch machen. So. Genau, Git Add-P, Git Commit-P geht auch, genau. So. Bitte? Ja, genau, auf die Datei in dem angeben. Genau. So. Noch was? Frage hätte ich noch. Ja. Kann ich sowas wie ein Cherry-Pick von einem Branch in einen anderen Branch machen und die Historie im Ursprungsbranch übernehmen? Also ich habe zwei Branches, nochmal. Eine Datei, die 5 Commits Historie hat und die will ich jetzt aus diesem Branch in einen anderen Branch kopieren und die Historie aber behalten. Merge, dann kann ich den entsprechenden Branch später nicht nochmal mergen. Nützt mir nichts. Und ich will eigentlich nur ein oder zwei Dateien vielleicht aus einem größeren Branch kopieren, in Anführungszeichen. Also, momentan ist es halt so, dass ich die Sachen dann auscheck, in den Zielbranch reinkopiere und in die Commit-Nachricht dann die kritischsten Sachen aus der Ursprungshistorie mit aufnehme. Aber das ja, so spontan wüsste ich jetzt auch nicht, wie man das super schön machen kann quasi. Filterbranch, kann man das machen? Ja, Filterbranch ist aber auch mit. Genau. Filterbranch ist nicht Frage, die Antwort ist nein. So. Ja? Was ich auch ganz nett finde, ist Git Merge Tool. Ja. Weil es da Merge Tools wie zum Beispiel KTF3 gibt, ja. Das deutlich besser mergen kann als Git selbst. Also ich habe da gerade letzte Woche mit irgendwie einem Merge mit 250 Konflikten auf 8 reduzieren können, die ich mir noch angucken musste. Und ja. Das war richtig. Tipp des Tages, Git Merge Tool konfigurieren wie, welches war das jetzt? Mit KDIF3. Meld oder andere grafische Tools benutzt. Ich ja. Habe halt mit KDIF3 gemacht und das Ergebnis war super. Ja. Also das war das Tipp des Tages. Ich habe noch eine Sache. Ich mache noch eine kleine Verlosung. Ich habe nämlich so ein hoffentlich tolles Git-Buch geschrieben. Und ich werde das jetzt irgendwie verlosen. Ich habe nur noch jetzt immer noch keine Idee, wie ich das verlosen soll. Wer hat noch nicht... Wer die größte Beule hat, gewinnt's. Ne? So, und das Schätzen der Seitenzahl, wer am nächsten dran liegt. Ja, das kann jetzt jemand schnell googeln. Also das ja, geht okay. Schnell. Gewicht. Hier sitzt ja eh schon viel. wer hat denn, die meisten haben ja schon genug Ahnung von Git. Deshalb brauchen die Leute mit genug Ahnung eigentlich nicht das Buch. So, wer sagt jetzt von sich selbst, hat heute nicht so viel verstanden? Ja. Bitte? Ihr lacht hier über CVS und Git und ich durfte mich zuletzt in der Uni-Projektgruppe darüber aufregen, dass ich ernsthaft mit Leuten, die im Masterstudium im 4. Semester oder so sind,
diskutieren musste, dass Git besser ist als Dropbox. Und gut, dass es aufgezeichnet wird, das muss ich den Leuten dann noch verlinken. Ich hoffe, euer Lachen hört man noch gut genug. So, jetzt mal die melden, die glauben, sie hätten sich das verdient. 4 Leute. So, dann muss jetzt jeder von euch eine Begründung sagen, warum. Und der Rest, genau nach der Lautstärke des Klatschens, wird entschieden. Aber wir hören uns erstmal die 4 Sachen an. Ich war als Erster mit Bitte? Ich war als Erster. Okay. Der nächste? Vor der Herausforderung, in einem Microsoft-Systemhaus Versionierung zu bauen. Das legt die Latte schon mal sehr hoch. So, nächste Person. Höre ich im Moment nicht so viel. So, da war noch eine 4. Person. Ja. Ich bin auch so wie der Frage- und Antwort-Counter bei uns für Git. Und es waren da doch einige neue Sachen, die ich jetzt auch noch nicht dachte. Vielleicht unterstützt mich das noch bei meiner Arbeit noch ein bisschen besser. Aber ich glaube, das wird Microsoft nicht. So. Dann. Aber nur mit der Zusage, kein GUI-Tool einzuführen. Kannst du dir gleich abholen. Genau, gibt es sonst noch irgendwelche Fragen? Ansonsten hier noch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und. Hier noch die wichtigste Folie.